Hallöchen, hallo, ihr liebe Hi. Menschen daheim an den Bildschirmen. Willkommen bei der ersten Newcomer-TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur, die früher mal Musikhalle Portstraße hieß, hier am Fuße des Taunuses. War ein wunderschöner Tag heute mit ganz viel tollem Wetter und viel frischer Luft. Und wir haben schon einige Künstler hier gehabt. Und jetzt möchte ich euch den Peter vorstellen, der Sänger von Neidhart, die jetzt gleich kommen. Hallo, hallo Peter. Hallo, hallo, hallo. Wir sind total froh, dass ihr hier seid, dass ihr es geschafft habt, hierher zu kommen. Wir sind froh, dass wir kommen dürfen. Ja, sehr gerne. Und in Pandemiezeiten probt ihr im Augenblick? Habt ihr einen großen Proberaum, wo das geht? Das ist eigentlich ganz witzig, weil als es dann tatsächlich hieß, der Gig findet statt, habe ich dann ganz frech mal unseren Landkreis angemailt und habe denen die Sachlage geschildert. Habe gesagt, hier, semi-professionelle Band, Streaming-Auftritt mit Hygienekonzept, alles genehmigt, wir müssen proben. Dann habe ich tatsächlich eine Mail von denen bekommen, in dem mir das ganz lang und breit erklärt wurde, dass es machbar ist, dass wir ja, nicht schön. Unter den Paragraphen fallen. Und somit konnten wir uns zumindest noch ein paar Mal proben. Zum Probentreffen besser gesagt, damit wir auch vorbereitet sind für heute. Ja klar, weil ich meine, das ist ja für euch auch, ihr steht, also denke ich mal, Anfang 2020 standet ihr in den Startlöchern für eine europaweite Sommertour mit Bandbus und alles, Nightliner und alles war schon gebucht und dann wird man so runtergefahren. Wie geht das? Wie seid ihr damit fertig geworden? Also es war am Anfang, es war wirklich frustig und sind wirklich einige Auftritte, jetzt nicht unbedingt eine Europaturnier Europatour. Nein, aber es sind wirklich Auftritte weggebrochen und ja. wir haben eh so einen kleinen Spaß. Wir haben eigentlich schon damit gerechnet, dass auch diese beiden, also dieser heute und wir hätten auch eine nächste Woche, dass die auch noch ausfallen, weil das hätte sich so reingezogen. Nee, wir haben die Zeit dann tatsächlich genutzt und haben unsere EP aufgenommen, die auch auf allen Streaming-Portalen jetzt verfügbar ist. Herz heißt das gute Ding, sind 5 Schön. Tracks drauf. Wir spielen die komplette EP heute auch. Wow! Und wir haben auch sogar ein paar dabei. Also wenn ihr könnt welche kaufen, kommt doch mal. Ihr könnt auch einfach, wir würden die erst, ich habe 5 Stück dabei, meine ich, die würden wir verlosen, verschenken. Also meldet euch gerne in den Kommentaren. Kleine Eigenwerbung, blink, blink. Genau. Und wir haben wirklich die Zeit genutzt, um da uns intensiv dann da reinzustürzen und... Ja, und dabei sind noch ein paar neue Songideen entstanden. Wollen wir mal schauen, wo das so hinführt. Machen wir doch mal einfach mal, weil ihr seht ja neben dem Stream die Kommentarseite, da könnt ihr eure E-Mail-Adresse reinschreiben und die am ersten die E-Mails reinschreiben oder einen Kontakt, die kriegen dann eine EP von euch. Hey! Yo! Deutsche Texte. Autobiografisch erzählst du aus deinem Leben oder wie entstehen deine Texte? Ich muss wirklich sagen, ein Großteil, gerade der Texte von der EP, sind tatsächlich, ja, kann man sagen, autobiografisch. Das ist so das, was die letzten paar Jahre so passiert ist, in Worte gefasst. Es sind im Endeffekt, man könnte ganz profan sagen, Liebeslieder. Oh, wie schön. Aber von allen Seiten beleuchtet, von den guten okay. wie den schlechten Seiten. Und das Ganze versuchen wir ein bisschen hüpfbar dann aber auch darzubringen. Ich meine, es geht ja immer das Klischee um, dass die Rock'n'Roller auf der Bühne, dass die Girls euch hinterherlaufen und so. Bist du gerade im Love mit irgendjemandem oder bist du einsam? Wir sind alle, sorry Girls, bis auf Martin, unseren Bassisten, den ihr dann zu meiner Rechten sehen werdet, sind wir alle glücklich vergeben. Wir sind alle mittlerweile Familienväter auch. Und bis auf Sebi, der nicht, aber das kommt vielleicht noch. Das kommt noch. Ich meine, das ist das Klischee, Rockstar, ich meine, wir sind keine Rockstars, wir sind eine regionale Nachwuchsband, oder die das aus Spaß an der Freude machen, die gerne ein paar Gigs spielen und sich freuen, wenn sie positiven Zuspruch erhalten. Von daher sind wir da jetzt nicht so illusorisch irgendwo. Euch gibt es seit 2016. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also ihr seid ja keine Kindergartenfreundschaft und zusammen groß geworden oder doch irgendwie? Im Endeffekt ja Martin und Norman, Norm auch unser Namensgeber, weil er heißt Neidhart mit Nachnamen. So kam auch dann der Bandname zustande. Die hatten früher eine Band, die hieß Jamie's Backyard. Deren früheren Leadgitarristen kannte ich, mit dem habe ich ganz früher Musik gemacht. Somit bin ich denen ein bisschen gefolgt. Und dann haben sie irgendwann mal einen Sänger gesucht und dann bin ich da hingefahren und habe vorgetrellert und die fanden das toll und seitdem, ja, sind wir hier. Wie arbeitet ihr als Band? Macht ihr auch so Online-Meetings, wenn ihr euch nicht treffen könnt, wo ihr euch dann wenigstens mal, also es gibt ja diese Online-Meeting-Partys, wo man dann sich zu Hause einloggt und dann hat man was zu trinken, ein paar Chips und so und dann werden die Beine hochgelegt und dann hat man so eine Online-Party. Macht ihr sowas auch? Also wir haben das gemacht an Silvester, weil wir uns nicht sehen konnten. Also okay. Da haben wir uns alle nachts dann getroffen und über irgendeine Streaming-Plattform, Kommunikationsplattform dann noch ein bisschen
blöd Zeug gebabbelt. Nee, in der Regel ist es auch so, wir haben, gerade so ist auch die EP entstanden, online zum größten Teil. Also wir haben uns einmal getroffen, das war noch, glaube ich, nach dem ersten Lockdown oder irgendwie so zwischendrin. Oder yeah. Dann haben wir die Schlagzeugspuren einmal aufgenommen, die haben wir dann geschickt, so konnte dann jeder alles zu Hause... Alles First Take, wie ich ihn einschätze, alles First Take. Alles First Take. Alles First Take, auf jeden Fall. Natürlich. Ja, und dann haben wir uns dann so ein bisschen versetzt. Immer so zwei haben sich getroffen, yeah, und haben dann gemeinsam Kram dann eingespielt, meistens bei mir im Dachboden. Und ja. Roh, unverfälscht, oft laut, manchmal leise, wütend, Melancholie. Woher kommt euer Zorn? Das ist hauptsächlich meiner. Ja? Ja, ich bin irgendwie chronisch gegen alles, kann man so fast sagen. Nein, das ist zu hart gesagt. Nee, es ist halt einfach, gerade weil ich halt einfach auch Liebeslieder schreibe. Und ja, Liebe ist einfach eine Emotion, genauso wie Zorn und Wut, ja, eine Emotion ist, die da aber irgendwo auch Hand in Hand miteinander einhergeht. Und so kommt halt alles so ein bisschen zusammen. Zorn kommt ja auch oft, wenn man sich den Blick auf die Gesellschaft wendet. Das heißt, habt ihr irgendwie, also diskutiert ihr zum Beispiel über politische Themen zusammen? Seid ihr politisch in irgendeiner Form aktiv? Engagiert ihr euch für Sachen? Oder sagt ihr, nee, das hat eigentlich auf einer Rock'n'Roll-Bühne wenig Platz? Also wir sind alle politisch interessiert. Jetzt nicht unbedingt in der Band engagiert. Wir wollen auch versuchen, oder ich versuche beim Schreiben der Texte auch diese möglichst unpolitisch zu halten, weil das ist eine kleine Anekdote. Dadurch haben wir schon einen Gig verloren, weil wir wurden erst gebucht und dann hieß es, was? Ihr singt Deutsch, dann seid ihr Deutschrock, dann habt ihr komische, zweifelhafte Fans. Nee, das wollen wir nicht. Achso, dann ist man gleich in der rechten Ecke, nur weil richtig, man deutsche Texte macht oder so? Härtere Gitarrenrockmusik mit deutschen Texten, also läuft Onkels, gleich Gefahr. Fan oder? Bist du gleich Onkels oder Freiwild oder wie sie alle heißen. Ja. Nee, von daher, ich finde, Politik ist ein wichtiges Ding. Es gibt Bands, die verbreiten Statements, yeah, ob das jetzt, keine Ahnung, Bad Religion, die Do-Nots, you name them, wir machen es nicht. Die Roots, was sind deine Roots? Was hörst du für Musik? Was inspiriert dich? Also sehr viel Wirtz. Dadurch kommt auch so ein bisschen dieses melancholische Songwriting und die etwas typ, lyrischen Texte. Coole ich habe ihn leider noch nicht kennengelernt. Ich höre auch viel Metal, also ich je nach Stimmung. Aber in einer Sache, was das Riffing auch angeht, da sind Norm und ich wirklich, wir stehen komplett auf Blackstone Cherry. Das ist so unsere treibende Band, wenn es irgendwie ums Songwriting geht. Pläne für 2021 oder habt ihr alles auf 2022 verschoben? Abwarten. Abwarten. Abwarten, vielleicht noch gucken, wie viele Streaming-Gig-Möglichkeiten es vielleicht noch gibt. Wir werden ein bisschen was von den ganz alten Songs nochmal aufnehmen. So eine Remastered Lost Tapes Album oder sowas rausbringen und dann einfach mal schauen, was passiert, weil im Moment kannst du nicht langfristig planen. Ich weiß, das ist mein Problem oder von allen Kulturorganisatoren ist es das Problem von allen Musikern und Musikerinnen. Ja, es war ein kurzer Einblick in das Leben von Neidhart und was die Jungs so beschäftigt. Jetzt freuen wir uns auf eure Musik. Und deswegen, ja, Ladies and Gentlemen, ein universeller Applaus für Neidhart! Dankeschön! Den Keller selbst von der Leichen.
heute nicht. Wieder nur mein Hirn gefällt. Warum hast du all das nur getan? Nicht nachgedacht. Temporäre Unzulänglichkeit. Du bist mein Gift, mein Heroin. Mein Tod auf Raten, mein Morphin. Dein Geraus. Ich bin nur der Junkie, der dich zum Leben braucht. Von 0 auf 300, wir gingen über los, ohne uns das Gold zu holen. Mein falsch gewürfelt und wieder mal fast aufgewacht. Du bist dein Gift, mein Heroin. Du ziehst auf Raten, mein Morphin. So, das nächste Stück ist ein bisschen was Älteres. Das ist, glaube ich, so der zweite oder dritte Song, den wir damals geschrieben haben. Ja, 6 Jahre, da kannst du schon von damals sprechen. Und der Song heißt Nichts gesehen. Tausend Fragen und ich suche nach dem Sinn. Versuche nachzudenken, doch ich habe keinen Erfolg. Aufgeschreckt und vollkommen weiß nach, was das soll. Ich weiß nicht weiter und ich weiß nicht wohin. Dieser Weg ist so lang und ich krieg ihn einfach nicht hin. Schon gehört, so viel graue Orte haben mich noch nie gestört. Viel zu viel Gerede und auch nichts gesagt. Kein Bock zu verstehen, was ich jetzt schon wieder plan. Ich weiß nicht weiter.
Was? Eine kurze Umbaupause, wir wechseln die Gitarre. Norm, wolltest du nicht auch die goldene nehmen? Heute nicht. Wegen dir habe ich die goldene mitgebracht. So, ich hoffe euch allen da draußen geht's gut. Es ist mega witzig. Wir müssen uns euch echt vorstellen, aber die Kameras stehen da, wo sonst ungefähr auch Leute stehen würden. Von daher ist es eigentlich ganz geil. Genauso viel. Wollte ich gerade sagen. Und genauso viel auch, ne? Ja. Und, ja, wir müssen das Beste draus machen. Ich will jetzt gar nicht hier lange irgendwelchen Kram erzählen, so von wegen, und die Corona. Wir wissen alle, was momentan los ist. Wir müssen ein bisschen durchhalten und dann kommen wir da auch ganz geil raus, auch wieder aus der ganzen Geschichte. Und dann sieht es auch wieder besser aus. Und dann spielen wir alle zusammen Festivals und ja. Trinken Bier. Und trinken Bier, alkoholfreies. Deswegen so ein kleiner Gruß auch an das Coronavirus. Danke für nichts.
Jacke für dich. Ich hätte noch so viele, viele Fragen gehabt, doch das ist mir zu doof. Ich packe meine Sachen und ich will raus mit dir, denn ich bin auf der Reise und am Rücken bin mit. Und ich mach mich jetzt vom Hof. Und ganz schön, danke, danke für dich. Wir werden uns bestimmt mal zufällig sehen. Bis dahin, danke für dich. Witzig an dem Song ist, der ist entstanden, nachdem uns damals gesagt wurde, ihr macht Deutschrock. So, okay, Deutschrock kriegt er. Danke für nichts. Danke für nichts. Das nächste Stück ist dann auch das Titelstück unserer neuen EP, die Herz heißt. Und online bei uns erhältlich ist. Wir haben leider noch keinen Vertrieb, aber wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, wenn es euch gefällt, hey, wir würden uns freuen. Schreibt uns an und wir würden die euch für einen Fünfer dann rüberschicken. Natürlich die ersten fünf gehen umsonst raus. Aber für einen Fünfer inklusive Portoverpackung nach Deutschland. Und das Stück heißt Herz und es klingt ein bisschen traurig, es ist aber eigentlich ein Mutmachlied und Kernmessage ist eigentlich, solange es hier drin, solange das Ding noch schlägt, seid ihr am Leben und dann geht es auch irgendwie immer weiter. Wie gesagt, das Stück heißt Herz. Stirb zuletzt und weigerlich
das ist Gesetz. Der Worte waren es genug. Es bewahrheitet sich der Fluch, dass am Ende nur besteht, was man tief in sich verrät. So lange sucht nach Kompromisse. Selbstaufgabe eingelegt und am Ende knien steht, fremdgesteuert und entwegt, voller Selbstzweifel gelegt, bis des Teufels kalte Hand dich zieht in den Untergang. Keine Rettung mehr in sich. Wenn die Seele dann zerbricht, immer noch mein Herz. Schlägt immer noch mein Herz. Dankeschön. Auch an die Zuschauer zu Hause und in Österreich, in der Schweiz und in den Benelux-Ländern oder wo auch immer ihr zuschaut. Ja, es ist weltweit. Wir waren echt ganz schön nervös, auch muss man sagen, weil es ist im Internet und das Internet vergisst nicht. Oh Gott. Aber gut. Denk nicht drüber nach. Der nächste Song heißt Nur noch einmal. We'll be right back.
Stunden, der Tag der hellen Nacht. Doch was hab ich gefunden? Ich bin nur ein Opfer deiner Macht. Oh! Wir kommen jetzt zum letzten Stück. Ja. Passenderweise heißt es: Wenn du gehst. Manchmal muss man einfach auch mal aufstehen und weggehen und woanders hingehen, was anderes tun. Ja. Yeah. Kein Platz ist jetzt woanders.
Schön, dass wir hier sein dürfen. Danke an das ganze Team. Norbert! Yeah, man.